Es hat alles sein Gutes. Das ist die wesentliche Aussage. Dieses Jahr bin ich wieder auf Schatzsuche, zusammen mit einer Neurologin und einer Neuropsychologin aus dem Inselspital Bern. Wir wollten wissen, was die Parkinsons-Betroffenen seit Beginn der Corona-Zeit gemacht haben. Wir haben sie aufgerufen im ganzen Land und haben Parkinsons-Künstler gesucht. Hallo zusammen, ich bin Deborah Amstutz. Ich bin Neuropsychologin am Zentrum für Parkinson und Bewegungsstörungen im Inselspital. Die Corona, auch wenn sie noch so blöd ist und noch so mühsam ist, ist für uns auch gewisse, eine glückliche Ader, die auch hatte. Ich bin immer wieder davon beeindruckt, wie kreativ die Patienten mit der Erkrankung und mit den Schwierigkeiten der Erkrankung umgehen, die sie tagtäglich eigentlich konfrontieren und auch umgeben. Und dass sie trotzdem eben mit Hilfe von der Kreativität neue Wege finden. Und dass ich als Psychologin merke, nicht nur etwas Neues schafft, sondern auch Sachen verschafft. Also das heisst, zum Teil auch, es kann Hilfe sein, mit schwierigen Erlebnissen oder unangenehmen Emotionen umzugehen. Und dort einen Raum zu finden, etwas einen Platz zu geben, wo man vielleicht auch nicht so gebige Worte fassen kann, wo man viel gebiger einfach eben etwas damit mit den Händen macht oder sonst den Gedanken eben wie freien Lauf lässt. Aber in einer Form gibt, oder? Kreativität ist für mich jetzt nicht unbedingt das Künstlerische oder nur das Künstlerische. Es ist sicherlich ein Teil, der Kreativität darstellt. Aber wo wir zuerst, wenn man frei jemanden assoziieren lässt, das immer miteinander verbinden und sagen, das ist jemand, der malt, das ist jemand, der Musik macht, das ist jemand, der kreativ ist und, ja, sag ich jetzt mal, etwas Künstlerisches schafft. Aber Kreativität hat für mich vielmehr den Aspekt, dass es etwas Neuartiges ist, was in jedem von uns, wie du es vorher auch gesagt hast, steckt und wir neue Aspekte verknüpfen und dadurch was Neues kreieren. Manchmal muss man gar nicht zu viel sagen, aber wenn man einfach fragt, wer seid ihr, was macht ihr gern, das kommt oft. Ja. Es sprudelt. Und nicht nur einfach immer an das mühsame Corona-Zeug denken, sondern auch mal zwischen ihnen. Auch mal leben. Das ist auch wichtig. Es ist, denke ich, wirklich das Leuchten in den Augen der Leute, wenn man plötzlich so etwas fragt, wenn so etwas das Thema wird. Ich denke, die meisten Leute, die in die Sprechstunde kommen, zum Arzt oder zu mir, es geht immer eher um negatives Zeug, etwas, das nicht mehr geht, Bewegung, die schlechter ist oder sonstige Sachen, die ihn belasten. Und wenn plötzlich das Thema Kreativität kommt und es etwas ist, das eine Ressource ist, dann sieht man das Leuchten in den Augen und die Leidenschaft. Und das ist wirklich etwas, das ich immer extrem berührend finde und auch sehr schätze, dass die Leute das mit mir teilen. Und da kann wirklich auch irgendwie etwas entstehen, wo man dann vielleicht auch dort anknüpfen kann, genau an der Kreativität, oder? Die Überlegungen, wie zum Beispiel auch jetzt in Zeiten von Corona, wie trete ich mit anderen Menschen in Kontakt, wenn ich Physical Distancing betreiben muss. Und dann überlegt man sich Sachen, wie zum Beispiel die Medien, also den Computer zu benutzen, um Leute plötzlich per Online-Apero zu kontaktieren und gemeinsam irgendwas zu unternehmen. Jeder hat eine eigene persönliche Entwicklung von einer Strategie, um die Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn man jetzt Glück hat, dass man das einfach malen kann, dann ist es besonders. Besonders gut. Ich tue für mich malen. Ich tue also nicht den Geschmack vom Publikum interessiert mich eigentlich nicht. Das ist eben die Eigenständigkeit, die du haben musst. Ich kann mir das auch wirtschaftlich leisten. Das kann nicht jeder Maler das von sich sagen. Aber es ist eben wichtig, dass man das kann. Spannend finde ich, Kreativität wird immer, wir sagen als Fachbegriff, Ich-Symptom erlebt. Das heisst, es wird erlebt als, das gehört zu mir, das bin ich. Weil Kreativität ist so etwas Eigenes, etwas, das man extrem eben mit den eigenen Erfahrungen, den eigenen Ideen zu tun hat, dass selbst wenn das Medikament das gesteigert ist, dass eigentlich man nicht auf die Idee kommt, dass das einen Zusammenhang haben könnte. Weil das ist so, das wird so aus Ich erlebt. Wenn man malt, kommt eben die Versuchung, dass man irgendein ist, weitermalt und dann das Bild verkeibt.
Und die grosse Kunst ist eigentlich die, dass man das Bild irgendwann abschließt und nachher nicht mehr weitermalen tut. Damit man es eben nicht kaputt machen. Und das ist die grosse Kunst, dass man das kann. Schon nur zu erkennen, ah, ich bin auch kreativ, ah, ich kann auch etwas irgendwie aus einer schwierigen Situation nehmen und mit eigenen Erfahrungen, Ideen etwas Neues entwickeln, verknüpfen, etwas erfinden oder schaffen, wo mir aber auch meinem Gegenüber etwas auslöst. Das denke ich, ist etwas, das wir unbedingt noch ein bisschen fördern wollen, oder? Ja. Und dann kommt irgendwann die Phase, wo man natürlich dann sich fragen muss, okay, wie geht's weiter, wie mache ich weiter? Und diese, ja, wo will ich hin? Und ich glaube, dieses Innehalten, das setzt die kreativen Kräfte frei. Ich zeige euch jetzt etwas über die Kunst vom Pasta machen. Ich denke, das ist schon etwas Interessantes am Parkinson selber, dass das Dopamin, das fehlt, in erster Linie auch machen kann, dass man vielleicht am Anfang einer Erkrankung eher weniger kreativ ist, dass einem der Antrieb ein bisschen fehlt. Aber dass man auch im Verlauf sieht, dass auch wenn eine gute Therapie da ist oder auch sonst, wenn Ressourcen da sind, dass dann wieder ein neuer Raum geben wird. Also ich denke, mit einer schwierigen Situation konfrontiert zu sein, bedeutet nochmal sich mit sich selber zu konfrontieren. Wo stehe ich gerade? Wo will ich hin? Und auch zu überlegen, wie betrachte ich mein Leben von der anderen Warte, weil man mit einer schwierigen Situation konfrontiert ist. Und ich glaube, da in dieser Situation werden kreative Kräfte freigesetzt und auch gebraucht, um neue Wege einzugehen oder neue Wege zu begehen, die einem dann wieder weiterbringen. Das Malen ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man malt, dann tut man natürlich alles andere um sich vergessen und tut nur malen und komponieren. Und man tut dann auch den Parkinson tut man vergessen. Und das ist ganz wichtig, dass man mal einen gewissen Abstand hat von dieser Krankheit. Es ist wie beim Bergsteigen. Auch dort. Dort ist es so, dass man sich konzentriert auf das Bergsteigen und eben dann alles andere zurückstellen. Ciao zusammen, bleibt gesund. Vielen Dank an alle für die tollen Einsendungen und die wunderschönen Videos. Haben uns sehr berührt und berühren uns immer noch. Wir hoffen, dass ihr weiterhin kreativ bleibt und vor allem auch gesund. Bis bald!